So, Bella, wir kämpfen gerade gegen Petra oder Petra K oder wie auch immer du heißt. Petro K? Petra K? Ich glaube, du hieß Petra K, oder? Der offenbar auch nur, Petra K, ja genau. Der offenbar auch nur im Nahkampf zu besiegen ist, okay, das kriegen wir wohl hin. Kann ich euch da schon ein bisschen drauf vorbereiten, mir gerade so auf. Ich kann mal vielleicht meine Wölfe wiederholen. Das wäre ganz cool, wenn wir irgendwie mehrere Wölfe hätten, die wir gegen dich schicken, während wir dich angreifen. Warte mal, wir haben hier Wolfrufen. Die Rune, wo ist sie denn? Die haben wir schon eine ganze Weile nicht mehr eingesetzt. Hier, Wolfrufen. Ist jetzt die neuen in Ordnung? Ja. Noch so. Bla 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 bla. Gut, das überspringen wir kurz. Du brauchst Arbeit. So, ja. Ende. Bedeutungsschwangerer Dialog. So, 9. Wolf rufen. Alles gut. War auf mich anzugreifen. Dankeschön. Petra Karan, hier ein Wolf. Und noch ein Wolf. Noch ein Wolf. Und noch ein Wolf. Mensch, früher habe ich mich bei so vielen Wölfen gerissen. Was haben wir jetzt? Eigentlich 4 Wölfe, aber gut, 3 ist auch mal das Maximum. Auf geht's, mein Freund. Tralalalala. Ja, und da kommen da die Wölfe, die ihn so runterreißen. Aua. Aua, aua, aua. Achso, da bringt natürlich der einen Wolf um mit einem einzigen Schlag, das ist natürlich klar. Na komm, hätte ich mal angreifen können. Aua, aua, aua. Das Lustige ist, dass mir das Feuer überhaupt nicht zusetzt. Nicht wirklich zumindest. Wolf, würdest du bitte mal angreifen? Machst du noch 2 da? Gut. Das Feuer ist gar nicht so schlimm, aber das... Oh, das ist schlecht. Aber der Sturz, der tötet mich. Das ist schlecht. Na gut. Die ist auch nicht ganz so leicht beizukommen wie dein Feuerkollegen. Aber vielleicht haben wir noch irgendwas Lustiges für dich auf Lager. Ach ja, bestimmt irgendwas Lustiges für dich auf Lager. So, erstmal werde ich kurz ein bisschen Mana tanken, weil ohne Mana ist ein Magier auch nicht viel wert. Offenbar übrigens auch nicht mit Mana, wie es aussieht. Ich bin schon wieder doof. Ich bin schon wieder doof. Ja, genau. Hier bin ich viel richtiger. So, einmal das. Einmal das. Und nochmal so einen größeren bitte, dass ich ein bisschen mehr... Ach, 2 offenbar. Leben bekomme. Super. So, was haben wir denn an Schriftrollen noch so zur Verfügung? Dürfte auch nicht mehr so wahnsinnig viel sein. Das Kräftige haben wir gerade verbraucht gegen den Dämon. Großer Feuerball. Ach, das hat er eigentlich viel gebracht. Kleiner Feuersturm. Nein. Wenn überhaupt Feuer, bräuchten wir Feuerregen. Das war ja nicht schlecht gegen den Feuerdrachen zumindest. Feuerpfeil, Angst, großer Feuerball. Ja, Angst ist ja wohl total super. Und oder vernichten, Oto ist er leider nicht. Eisblock bringt ja auch nicht viel. Feuerball, wir bräuchten irgendwas Wassermäßiges, haben wir aber nicht. Goblinskletter schaffen. Ha, lustig, aber nein. Schlaf, mittlere Wundenheim, Blitzschlag, haben wir schon selbst. Kletter schaffen. Naja. Die sind wahrscheinlich auch mit einmal tot. Ebenso wie der Wolf an sich. Ein Kugelblitz. Haha. Unwetter. Oh, das ist vielleicht nicht schlecht. Vielleicht sollen wir das mal verwenden. Wir nehmen einmal das Unwetter. Nehmen wir kurz den großen Feuersturm weg. Das Unwetter auf die 8. Dann den... Was ist das? Unten vernichten auch weg. Den Feuerregen auf die 10. Einfach nur gucken, wie es läuft. Was soll schon schief gehen? Unwetter auf 4 Petra. Und... Jetzt. Okay. Das bringt ja richtig viel. Gut, dann eben den kleinen Feuerregen. Was war das denn bitte? Warum stehst du einfach nur so rum? Hey, kämpf mit mir. Ja, okay. Gut. Das machen wir gleich nochmal. Spiel an. Langsam gehen jetzt ein bisschen die Option aus, muss ich sagen. Der Feuerregen... Das war gleich der Feuerregen, den ich gerade angewendet habe. Das war irgendein Feuerpfeil. Das war ja clever. Na, egal. Nochmal das Ganze. So, wir gehen kurz mal den Untere vernichten wieder weg. Und auch den großen Feuersturm kann auch weg. Steintafel des Quahodron. Hahaha, bringt mir gerade gar nichts. Windfaust. Auch nicht. Unwetter bringt nicht. So war dann der kleine Feuerregen war hier. Die 8. Okay. Ja... Wie kann man einem Drachen beikommen im Nahkampf? Höchstens mit Glitch. Bringt mir da nicht so viel. Hallo Petra. Wer bist du?
Du bist wahrscheinlich Petra. Wer von euch ist der Stärkste? Ja, Gift, Stein, Feuer, Eis. Bla bla bla. Ende. So, tschüss. Komm, werf mal Feuerball hinterher. Was war das? 8? 8 ist Feuerregen. So, vielleicht bringt's ja was. Ah ja, ah. Ich muss direkt neben dir stehen, um Feuerregen irgendwie aktivieren zu können. Okay. Ich nehme an, das tritt vielleicht auch mit Unwetter zu. Oder auf Unwetter zu. Wo ist Unwetter? Unwetter ist bestimmt hier irgendwo. War ja irgendwie kräftiger. Da ist es doch Unwetter. 8. Das könnte es bringen. Hallo Schatz. Unwetter. Jetzt. Na komm, ein bisschen näher ran. Scheiße, von der richtig beeindruckt zu sein. Kann es sein, dass diese großen Zauberer, euch irgendwie stunnen oder sowas? Also irgendwie, unfähig machen, mich anzugreifen? Das klingt aber auch ein bisschen wie, sexier. Okay. Also ganz ehrlich, mit dem Kampf bin ich gerade nicht so richtig zufrieden. Holen wir uns wenigstens noch ein Golem dazu, dass es so wirkt, als ob wir was selbst noch machen würden. Golem? Der wirkt auch nicht. Kann das Spiel eigentlich noch ein bisschen buggiger sein? Nee, komm, ich will jetzt wenigstens einen Golem dazu haben. Im besten Willen. Sonst ist es hier ein Gecheate vor dem Herrn. Golem erschaffen. Guck mal bitte her. Ja, da ist er. Genau, kämpft ein bisschen mit mir. Mein Gott, ist das ein simpler Kampf. Irgendwie. Sei schade, das Spiel ist schon zu weit und das ist trotzdem irgendwie ein Clinch oder was. Also, vielleicht könnt ihr das vielleicht mal sagen in den Kommentaren. Das ist ganz schön laut übrigens, nämlich gerade. Das ein bisschen leiser machen, wenn der Golem auf den Drachen einklopft. So besser. Vielleicht könnt ihr mir das mal ein bisschen sagen, ob das normal ist, dass der Drache einfach sich überhaupt nicht regt. Weil eigentlich sind die ganze angreifen. Das Dumme ist auch die einzige Möglichkeit, wie ich ihn wirklich besiegen kann, weil ansonsten wüsste ich gar nicht. 4000 Erfahrung, ja wunderbar, super. Ansonsten wüsste ich gar nicht, wie ich ihn besiegen sollte. Ich meine, der Feuerregen bringt ein bisschen was, das Unwetter bringt praktisch gar nichts. Der Golem bringt nichts, die Wölfe bringen praktisch nichts. Nahkampf kann ich nicht besiegen, weil ich dann einfach sterbe. 8 Drachenblut, zweimal, wie schön. Drachenschuppen, nehme ich auch gleich, wunderbar. 12, oh, pro sind es 200 wert, nett. Und das Herz eines Felsdrachen, ja schön. Ja, ich wüsste sonst nicht, wie ich den besiegen sollte, außer mit einem beschworenen Dämon, aber das wäre auch eine Schriftrolle, die ich hätte. Was ich aber vielleicht machen werde, ich werde für den letzten Drachen, den Eisdrachen, werde ich, tschüss übrigens Golem, werde ich mir mal mehrere große Schriftrollen kaufen, dass es vielleicht nicht wieder so ein blödes Gecheatet wird wie jetzt, sondern sowas wie großen Feuersturm und sowas, nee, nicht quasi großen Feuerregen, wenn es sowas gibt. Und Unwetter-Schriftrollen, das Geld muss ich immer mal investieren. Lederbeutel, ein Sextant, auch wie schön. Noch ein Lederbeutel, jede Menge Lederbeutel wieder. Leichte Zweihänder, ja gut, der ganze Kram, ich muss das lang aufsammeln. Ja genau, da möchte ich ja ein bisschen mehr Geld investieren, also was ist so 1000, 2000 Tacken, so dass ich mal wirklich mal gegen die gekämpft habe und nicht einfach nur die ganze Zeit irgendwie einen Glitch scheinbar ausnutze, um meinen Drachen zu besiegen. Das fand ich den letzten Drachen schon ein bisschen nervig. Noch schade, weil ich bin sehr ein, ich bin ein Endgegner-Typ, könnte man sagen. Ich kämpfe sehr gern gegen Endgegner. Auch wenn ich dafür, ich weiß nicht, 20 Minuten kämpfe oder 30 Minuten kämpfe, es ist Goblin-Bär auf dem Haufen, ist ja sinnlos. Auch wenn ich dann sehr lange kämpfe dafür, dann finde ich es nur umso schöner, weil ich dann sozusagen selbst den Sieg errungen habe und nicht sozusagen einfach durchgeglitscht bin. Sonst noch irgendwas hier? Ist übrigens eine schöne Behausung. Ja, wie gesagt, vielleicht könnt ihr mir mal sagen, ob es irgendwie einfach ein Glitch ist oder ob es irgendwie beabsichtigt ist, dass es ein Magier das nur so schaffen kann, den Drachen zu besiegen, dass er irgendwann stillhält, wenn er eine gewisse Menge an magischen Schaden genommen hat. Ja, war ja eigentlich noch irgendwas? Ich glaube nicht. Aber ich habe wieder die Hälfte vergessen. Ohne Feuerwurzel, wie schön. Na komm, nimm die mit. Das ist ziemlich cool. Hier ist wieder noch so ein, so ein Punkt, den ich jetzt mal suchen musste, damals in Grafik 1.
Ach, all die Erinnerungen. Wundervoll. Gut, würde ich mal sagen, ich begebe mich zurück in die Burg. Ja, hier ist sogar richtig. Und wo war dann der Teleport zur Hafenstadt? Nein, Pass im Miental. Ja, können wir schon mal nehmen. Ist die 8. Pass im Brines, Hafenstadt, Xardas. Nein, Kugelblitz, Dämonenturm, Teleport zur Burg, die 9. Okay. Und Berichte. Es ist wieder mal geschafft, habe einen Drachen zu besiegen. Hey, wenn's auch gecheatet war. Scheiße. Oh, habt ihr nicht gehört. Ach so, apropos Dinge, die ich gehört und nicht gesehen habe. Ich habe mir mal beim Soundcheck, habe ich mir mal den, die erotische Sequenz angeguckt in der Hafenstadt. Und letztendlich sieht es so aus, als ob ich die euch wirklich zeigen kann. Das ist gar nicht mal so schlimm. Ich hätte auch etwas erotische Erinnerungen, ehrlich gesagt. Und ich habe wieder gesehen, wie schlecht die Sequenz eigentlich ist. Also wie schlecht die Gothic-Sequenzen allgemein gerade sind. Ich werde dem mal den Kram verkaufen. Ich weiß, die Sequenz ist glaube ich 1 Minute ungefähr und es ist wirklich schlecht gerendert. Am besten Willen hat Patsch keine Texturen. Ist geradezu traurig, aber ich werde es euch zeigen und ich werde es euch natürlich nicht unkommentiert zeigen. Nein, nein. Egal. Volltags kannst du haben. Ja, genau. Aber noch irgendwas mehr. Genau, Echsenschwetter habe ich ja en masse. Ich kriege nicht mehr so viel Geld, fällt mir gerade so auf. Schwere Ork-Axt kannst du alle haben. Noch irgendwas habe ich doppelt, dreifach, einmal, zweimal Wolfsland habe ich, okay. Schwerter, grobes Breitschwert, rostige Axt kannst du haben, grobes Kriegsbeil, nee, nicht behalten. Grobes okay, rostig aber nicht. Degen der Banditen, Nagelkeule, Spitzhacke, Alrix-Schwert, Beil, brauche ich nur eins. Belegnagel brauche ich eigentlich auch nur ein. Schaden 8, das ist ja richtig gut. Gehstock, nein, nein, nein. Das Kram will ich noch haben. Magischen Bogen, Langbogen. Ach, da habe ich 2 Langbögen. Und 3 Eschenbögen, ne? Ist ja auch ein bisschen Quatsch. Leichte Armbrust, schön. Dragomirs Armbrust, ein Feuerbogen. Der Ulmenbogen, eine Armbrust. Senkrads Armbrust. Armbrust haben wir wahnsinnig viel, obwohl wir gar keine Armbrust benutzen. Weidenbogen, Bogen allgemein. Was ist das? Kohle? Ne, schwarzes Erz. Ach ja, schwarzes Erz. Wirkung unbekannt, soll irgendwie ziemlich wertvoll sein. Oder schwarze Perle soll ziemlich wertvoll sein. Irgendwas, schwarzes Erz, schwarze Perle, weiß gar nicht mehr. Trank der Geschwindigkeit, ach schön. Reines Mana. Ach so, nee. Ich dachte schon, wir hätten wieder einen guten Trank verpasst. Seemanns Grog, naja, wir haben bestimmt wieder 20.000 Beutel. Hat den mal nicht ausgepackt. Ach Mensch. Mist. Rüstung von Ravens Garde. Ach, das ist ja lange her. Raven ist ja auch schon tot, stimmt. Die habe ich ganz vergessen, dass ich ihn noch habe. Menschenskind. Okay, aber noch irgendwas Mistiges. Ringe und sowas. Hier, goldene Ringe. Kannst du alle haben. 5 Stück. Lederbeutel werde ich gleich noch auspacken. Ein leichter Fisch mit einem Dietrichring wahrscheinlich. Haupt eines Reptils. Nein, Zähne kannst du... Ja, viele haben. Brauche ich eigentlich nicht so wirklich. Behalte ich mal 10, würde ich sagen. So. Die behalte ich auch. Drachenblut. Nee, nee, das behalte ich mal selbst. Das wollte irgendeiner hier abkaufen. Leichter Fisch. Wieder mal. 2 leichte Fische, okay. Flammenzungen behalte ich auch. Flügel kannst du eigentlich haben. Pfeffer, das brauchen wir wahrscheinlich noch irgendwas. Für irgendwas bestimmt solche super geheimen Aufträge, also solche speziellen Aufträge, vielleicht kriegen wir die noch irgendwie raus. Lurkerklauen bleibe ich auch mal 10. Minecrawler-Zangen, ja, ist okay. Was sind das? Wolfsfälle? Nee, Schafsfälle. Trollfälle, ach, auch. Mensch. Trollhauer, die behalte ich auch mal. Das ist immerhin ein Zeichen meines Sieges. Knochen eines Goblins, die sind ja super wertvoll bestimmt. Oh, glühende Rohlinge. Fackeln will ich behalten. Ja, ja, ich weiß, es dauert gerade eine Weile, aber das will ich alles behalten irgendwie. Es muss alles mal ein bisschen aufgeräumt werden mit der Zeit. Schattenläuferfell, nein. Schattenläufer, ja, Horn eines Drachensnappers. Nein, nein, nein. Die behalte ich natürlich. Schwarze Perlen. Ach, die waren wertvoll. Ja, ja, das sieht man schon. Paket für Skip. Ach, zu dem muss ich auch noch. Ich muss immer noch nach Jarkenda. Das habe ich nicht vergessen. Das werde ich auch nachdem ich den letzten Drachen getötet habe, werde ich jetzt wirklich mal nach Jarkenda gehen und hoffentlich alles dann hinbekommen. Stachel. Ja, brauche ich wahrscheinlich auch nur 10. Wenn überhaupt. Krallen? Ach du großer Gott. Hier, nimm alle. Bergkristall. 10 soll immer reichen. Von allem möglichen, auch mal Gletscherquarz. Was haben wir hier noch? Irgendwelchen Krimskrams, Schwefel, Bromos goldene Schale, ein Krautpaket. Ach stimmt. Ach, was, ein klebriges Laubpaket? Okay. Ja, ja, das war auch noch für irgendwie Ruhestabe noch einmal. Interessant. Silberkelch kannst du beide haben. Brauche ich nämlich beide nicht. Schatulle kannst du haben. So, jetzt bin ich, glaube ich, endlich falsch. Ach, Gorns Lederbeutel. Genau, mir wurde immer gesagt, ich kann ja nicht Gorns Lederbeutel plündern, weil das ist, sollte... Lederbeutel, oh. Gorns Lederbeutel, Apfeltabak. Genau, das sollte dafür dienen,
Damit ich Gorns befreie, mich aus eigener Tasche bezahlen muss, zumindest nicht komplett. Deos aller Lederbeutel und ein schwerer Lederbeutel. Okay, nehme ich den mal. Dankeschön. Und oben waren noch weitere Lederbeutel, soweit ich weiß. Aber waren hier irgendwelche Fische? Fische und Lederbeutel, alles mögliche. Das ist Tränenpfeffer, das ist ein Lederbeutel. Wunderbar. Das war schön eine halbe Folge nur geschäftig, aber Herrgott, gehört auch zu Gott weg, nicht wahr? So, und nochmal ein bisschen Geld. 25 ist ja nicht die Welt, aber 50 ist nicht schlecht. Und schon habe ich fast 2000 Gold gut gemacht insgesamt. Bei dem Drachen und überhaupt bei den ganzen Aktionen hier, die ich gemacht habe. So, den leichten Fisch mache ich auch noch auf. Mensch, ich habe Dietrich erhalten. 3 Dietriche sind es, ach so. Und hier sind auch 3 Dietriche. Naja, okay, das ist ja, nehme ich doch gerne hin. So, Engor. Hey. Zeig kurz deine Ware. Zeig mal sehen, was du an Schriftrollen noch so alles hast. Und die nehme ich am besten auch mal alle komplett mit. Brauche ich letztendlich eh. Was hast du denn noch? Du hast einen Feuerpfeil, ist ja richtig super. Dämonen beschwören. Ja, nee, es ist Cheating. Eispfeil, kleiner Feuer. Ach komm, bist du was, ich nehm's trotzdem mit. Für den Fall, dass der Eisdrache für mich unbesiegbar ist. Und ansonsten hast du keine Schriftrollen mehr. Das ist ein bisschen dumm. Das ist gar nicht mal so gut. Das heißt, ich muss vielleicht irgendwann nochmal zurück nach Corinnes oder irgendeinen anderen Händler hier. In der Hoffnung, dass sie da irgendwas Sinnvolles für mich verkaufen. An Schriftrollen. Aber zunächst einmal werde ich kurz dem Garund, heißt er glaube ich, werde ich kurz einen Bericht erstatten, dass als auch der Felsdrache tot ist und nur ein einziger Drache auf mich lauert, was, wie gesagt, schon zum 10.000. Mal der Eisdrache ist. Egal. Hallo Garund. Wegen der Drachen. Ich habe Neuigkeiten über die Drachen. Berichte. Der Drache in der Felsenfestung im Süden ist tot. Das sind gute Neuigkeiten. Glaubst du wirklich? Hier, ich gebe dir etwas Geld für deine Ausrüstung. Dankeschön. Hat es inzwischen wieder Angriffe der Drachen gegeben? Wahrscheinlich nicht. Zum Glück nicht. Im Moment halten sie sich zurück. Mittlerweile ist es ja auch nur ein einziger Drachen. So, wo ist er denn? Hat es inzwischen wieder Angriffe der Drachen gegeben? Zum Glück nicht. Im Moment halten sie sich zurück. Wo war jetzt der neue Tagebucheintrag? Das war ja genau derselbe Spruch wie eben. Aber ich frage mal wieder, keinen der Ritter, sondern wie ist du? Parsival, natürlich, günstigerweise. Und sonst, ich will wissen, wo die restlichen Drachen sind. Und sonst? Sind. Ach, lass mich in Ruhe. Okay, du wusstest offenbar nicht, sondern Orik. Ich brauche mehr Informationen über die Drachen. Ich brauche mehr Informationen über die Drachen. Ich habe das Gefühl, dass ich noch nicht alle Drachen erwischt habe. Vielleicht habe ich noch etwas übersehen. Es gibt eine sehr weitläufige Eisregion im Westen. Würde mich nicht überraschen, wenn sich einer der Drachen dort versteckt hielte. Mich auch nicht. Ja, gibt es sonst noch irgendwelche Neuigkeiten hier? Irgendwelche Neuigkeiten? Oshpaks Tod scheint die Orks verunsichert zu haben. Achso, das hat man ja alles schon. Okay, gut. Dann würde ich sagen, gehe ich doch schon mal auf den Weg zum letzten Drachen. Ich werde wahrscheinlich, werde ich noch nicht besiegen können. Es sei denn, er ist wirklich gegen Feuer irgendwie anfällig. Das werden wir natürlich rausfinden. Aber, ach, wisst ihr was, ich kann noch eine Runde pennen, wenn ich schon noch hier bin. Aber ich kann schon mal die ganzen Horden von Kreaturen, die wahrscheinlich um sich geschart haben, schon mal ein bisschen dezimieren. Und wenn ich dann zurückkomme, brauche ich eigentlich nur kurz zu ihm hinlaufen, muss ihn umgehen, das war's dann. Ach, schnell gemacht. Ja, und das ist glaube ich praktisch mein Plan. Ich gehe jetzt mal hin, dezimiere die Horden, versuche ihn umzubringen oder ja, versuche mal ein bisschen seine Schwächen rauszufinden. Noch mehr Ärger kann ich nicht. Wenn das nicht klappt, muss ich zurückgehen nach Corinnes, muss mir weitere Schriftrollen kaufen. Warte mal, ich glaube hier muss ich hin. Dann wieder zum Drachen laufen, zum Eisdrachen, um ihn dann zu besiegen. Mal sehen. Erstmal werde ich das Auge Inners wieder aufladen, bevor ich es vergesse. Dann werde ich zu diesem Drachenjäger gehen, auch wenn ich leider über die Zeit gebe der Folge, ist mir egal. Werde ich zum Drachenjäger gehen und ein bisschen Drachenblut verkaufen. Sag nicht, das ist einfach so, weil ich kann und weil ich zu viel davon habe. Das ist wirklich nicht. Ich habe glaube ich gerade, was habe ich bekommen? 3, 2, 1. Ich finde mal kurz raus. Wo ist denn das Drachenblut? Ist das wie sah denn das aus? Das war glaube ich so eine kleine Fiole. Nee, das war es nicht. Sag mir nicht, hier, genau. Nicht 3 Drachenblut habe ich. Das heißt, 2 kannst du meinetwegen haben. Ich weiß gar nicht, warum. Nein, du hast es nicht. Wer war denn das? Warst du das? Ja, hey, du. Ich habe Drachenblut für dich. Ich habe Drachenblut für dich. Das ist klasse. Verkauf mir alles, was du hast. Nein, ich gebe dir nur 2 Fiolen. Eine Fiole. Oh, ich kriege Erfahrung dafür. 210? Okay. Und noch eine Fiole? Bin eine Stufe gestiegen und bekomme 200 Gold jeweils dafür. Das ist ziemlich geil. Dankeschön. Das ist doch alles nur bringen wir Schmieden bei... Ja. Bring kannst du mir noch so beibringen. Genau. Ach, alles was du kannst, kann ich auch schon. Das ist ja schön.
Gut, Ende. Rethorn. Hey. Hast du noch irgendwas Sinnvolles für mich? Ja, du kannst meine Waffe verbessern, aber das ist auch nicht so sinnvoll gerade für mich. Gut, werde ich kurz mal gucken. 74 Lernpunkte habe ich mittlerweile. Meine Güte, das ist richtig viel. Ja, aber kann ich ja noch irgendwie die alten Sprachen lernen und was weiß ich nicht alles machen. Auch das wird lustig. 74 Lernpunkte. Wie ich die alle verschwenden kann. Und wie ich die alle verschwenden werde. Ha, ja. Wundervoll. Gut, kurz ein kleiner Schnitt. Bis gleich.